Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, es ist der 4. August 2020, ungefähr gegen Abend, und für diesen Vlog bin ich jetzt gerade wirklich. Ich wollte eigentlich schon vor 4 Tagen es aufnehmen, aber dann gab es den ganzen Sacken Regen. Und nun, 4 Tage später, nehme ich den verfickten Vlog auf. Danke. Danke, Sonne, für gar nichts. Außerdem ist es sau schwer, auf einer Hand das scheiß Handy zu halten mit allem drum dran und noch Longboard zu fahren. Aber ja, ich fahr halt Longboard. Jetzt weiß ich, wie Casey Neistat sich die ganze Zeit gefühlt hat, Alter, in New York. Aber bei ihm hat er auch das Boosted-Board noch in derselben Hand gehabt wie seine 1000 Euro Kamera. Jetzt kommen Steine. Boah. Aber ja, es gibt sozusagen, es ist das erste Video auf dem Kanal. Denn, nice. Denn, ich habe ja einen neuen Kanal aufgemacht. Und im alten Kanal habe ich 1072 Abonnenten gehabt. Hab den Kanal zwar immer noch, aber ja. Dieser Kanal wurde am 28.07.2020 gegründet, und wie gesagt, ich wollte am 30. schon, ja, meinen 30. schon, diesen Vlog hier aufnehmen, aber es hat die ganze Zeit geregnet. Jetzt habe ich hier Hochwasser und geil. Aber egal, es ist August. So, und ja, dieser Kanal wird jetzt aber mein neuer Kanal sein. Und warum ich jetzt meinen alten Kanal weggemacht habe und zu einem neuen gemacht habe, sage ich gleich, aber ich muss kurz dieses Ding hier runtergehen. Puh, let's go. Mein Board hat gerade so krass gewackelt, ich dachte, oh Scheiße, ich falle auf die Fresse, Alter. Boah. Ich dachte, ich leg mich jetzt gleich flach. Grund Nummer 1. Alle meine Videos vom alten Kanal waren alle größtenteils Beschwerde gegen Urheberrecht. Das heißt, ich habe Copyright Musik genommen oder Copyright oder andere Sachen, die man nicht nutzen durfte, was mit dem ich halt monetarisieren konnte. Und hat mir dann empfohlen, das ist auch ein Grund, warum ich dann keine Monetarisierung bekommen würde für später. Halt, das Handy hat echt Probleme, was so Lichtdings angeht. Mein Rücken tut sau weh, ich habe die ganze Zeit, eine halbe Stunde lang, dieses Zeitraffer-Video da aufgenommen. Ey, das war schlimm. Mein Rücken tut weh. ja, auf jeden Fall ist das Grund Nummer 1. Grund Nummer 2 ist, ich kann auf diesem Kanal wieder livestreamen, aber auf meinem alten habe ich einen Permaban, also ein permanente Streaming-Verbot gehabt. Ich konnte nie mehr auf diesem Kanal livestreamen, auf YouTube. Ist auch ein großer Faktor, denn man kann mit YouTube Livestream ziemlich gut relevant werden, wenn man es auch richtig macht. Und der dritte Grund war, mir wurden andauernd die Kommentare gesperrt. Oder die Videos wurden nicht vorgeschlagen. Oder was weiß ich. Also, das war wirklich so oft. Schaut mal auf meinem alten Kanal. Jedes zweite Video hat deaktivierte Kommentare. Das war so abfuck. Weil damit wäre ich auch nicht größer. Damit auch, weil, wenn die Kommentare deaktiviert sind durch YouTube, wird das Video viel seltener vorgeschlagen, so gut wie gar nicht. Deswegen führe ich dann die ganze Zeit Abonnenten und gewinne keine neue.
ist auch ein Grund. Und der nächste Grund ist, keine Ahnung, irgendeiner. Ich fahre gerade im Parkplatz rum. Ja. Dieser Kanal wird jetzt am Anfang eher so ein kleiner Reupload-Kanal sein. Doch, da wird es dann immer mehr und mehr zu einem Hauptkanal bilden, wenn die gewünschte Abonnentenzahl erreicht ist. Also wenn ich ungefähr so Konkurrenz mache zu meinem jetzt alten Kanal, dann wird der komplett übernommen. Aber auf dem Kanal bin ich viel, viel aktiver als auf dem alten. Deswegen gerne hier ein Follow da lassen. Warum auch nicht? Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Kanal jetzt gemacht habe. Hier wird auch alles kommen, Stream-Highlights für alle Formate, Vlogs, OBS, Twitch-Stream-Dings, Tutorials, alles drum und dran. Und wie gesagt, auch YouTube-Livestreams, was ihr so alles, das habt ihr alles so krass geliebt, also da kamen immer voll viele Leute rein. Voll nice. Und ja, ich fahr gerade die ganze Zeit hier mit dem Longboard rum, ohne Kontext. Die ganze Zeit laber ich irgendwas rum und ich hoffe einfach jetzt mal ohne Scheiß. Ich hoffe, euch gefällt es. Es war schon cringe genug, über ganz Ulm zu fahren mit einem Handy und Mikrofon, Objektiv und Selfie-Stick und alles rum und dran hier rumzufahren. War schon cringe genug, deswegen lasst ein Abo da. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Folgt diesem Kanal. Aktiviert die Glocke. Folgt bei mir auf Instagram. Ich mache da immer Abstimmungen, weil ich hier jetzt keinen Community-Tab mehr habe. Mache ich da alle Abstimmungen über Kanal und Sachen. Also, welches Video demnächst kommen soll, was ich machen soll. Deswegen, wenn ihr diesen Kanal mitbestimmen wollt, gerne auf Instagram folgen. Kommt auch bei mir auf meinen Discord vorbei. Ich habe einen eigenen Server, ja. Übrigens ziemlich professionell ist. Und komm, ich fahr mal kurz mal durch. Kurz. Ich bin so fett geworden, Alter. Geil. Ja, da bin ich auch öfters aktiv und ja, was soll ich noch sagen? Wie gesagt, willkommen in der Donny-Elite. Ja, wie gesagt, lasst ein Abo da, tragt meinen Creator-Code ein auf Ehrenbruder-Kursbasis und ja, willkommen daheim sozusagen. Also ja, willkommen auf diesem Kanal. Und jetzt, keine Ahnung, schaut euch ein anderes Video an. Keine Ahnung, ein Stream-Highlight oder so. Die sind immer cooler und immer gut geschnitten. Und ja, ciao!